Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Letzte Folge haben wir einiges Neues gehört. Haben erfahren, dass die Mutter, also des Barones Frau, verschleppt wurde von irgendeiner Kreatur in den Wald und die Tochter in Oxenfurt in Sicherheit anscheinend sein soll. Und ich denke mal, wir werden uns erstmal die Mutter zu Leibe führen. Und Mit dem ja. Schwert und den Pocken Und geschlagen. werden da einfach mal Niemand im nachsuchen Dorf ist am jetzt. Leben geblieben. Gucken. So. Oh. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Na gut, machen wir das. So, wir gehen mal hier zu unserem Schmied. Ja, ist ja gut. Wie kann ich helfen? Ich würde mir So, gerne dein gucken wir mal, Angebot was ansehen. wir für Rüstung bauen können. Jetzt verkaufen wir noch ein bisschen. Na, Plunder können wir jetzt verkaufen. So, R1. Kriegen wir jetzt solche bessere Handschuhe? Ah, Stufe 12. Ja, okay, die können wir dann umbauen. Haben wir keine gute Rüstung mehr bauen können? Gucken wir mal. Ich finde die echt kackhässlich, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, das wäre natürlich was. Sind aber alles schlechter bis jetzt. Stiefel, also gar nichts, gut. Ja, wir werden noch ein paar Ich würde Sachen mir gerne dein reparieren. Angebot ansehen. Sind nämlich alle anscheinend kaputt. Denk mal, besser ist das. So. Tschüss. Lebt wohl. So, guck mal, welche Stufe es überhaupt hat. Stufe 6. Können wir noch machen. Ja, komm, an den armen Zwerg nicht um, Plötze. Das gehört sich nicht. So. Langsamer. Dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da sind wir. So weit gewesen? Es war nicht so weit. Es war beim Fischer in der Nähe. Das war hier um die Ecke irgendwo. Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Nun gut. Gucken wir mal. Das muss doch dann irgendwo hier sein. Natürlich. Ist rein gar nichts. Blind bin ich aber noch nicht, oder? Ich hoffe es nicht. Gastgeber? Oh ja. Warum
zur Hölle müssen wir dann Barrieren errichten? Der Baron hält es mit den Schwarzen, aber die Wunden sind... Naja, gut. Halten wir mal den Punkt jetzt zu. Ich finde ihn zwar nicht auf der Karte zur Zeit, aber denke ich mal, ist das Problem sein. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Wundert's dich? Nein, ich kämpfe mit dir nicht. Zum Kampf. Noch nicht. Hab mir mal zu dem Fischer. Sag mal, da geht's nämlich erst wieder hin und dann sollen wir nach Hinweisen suchen. Was wir da finden, so. Ja, ein bisschen querfällt ein, ist immer ein bisschen das Land. Okay. Komm schon, Plätze. Ist aber jetzt nicht so weit im Kopf. Genau, hier war der Fischer. Übergesetzt? Anscheinend ist sie übergesetzt. Okay. Ah, da hinten haben wir eine Brücke. Dann reiten wir mal direkt zur Brücke und rüber. Weil im Wasser, da habe ich schlechte Erfahrung mit. Da waren nämlich immer ein sehr, sehr starke Gegner im Wasser, die einen gerne verspeist haben. So, ab hier hoch. So weit. Entschuldigung. Ah, ist schon sehr unstimmig hier. Hier. Komische Kreaturen hier. Ja, ich reite gerne einfach durch die Wälder hier. Ist ja frei hier relativ. Oh, das ist ein Bär. Weil der Bär wird langsamer sein als wir. Das sind so weit. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Deinesgleichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Was sind wir denn hier? Sieht denn der Steinschneider? Okay. Nimm mich mit. Schon ziemlich weit hier. Ich weiß nicht, irgendwie sind wir auch hier falsch. Wie sieht die da? Also, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, das ist Dings. Tamara, die wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die andere. Ja, das ist Tamara. So, und es wird alle von den Spuren entwählen. Ja, super. Langsam.
Katze aus dem Weidler. Ja, das haben wir ja schon durchgelesen. So. Fehlgeborene haben auch gemacht. Ja, ausgerechnete Baron in Begräbnisstätte haben auch schon. Die Peska hat so. Wald verschleppt. Der bereits ein Umstand ist, der Fischer erwähnt, dass im Hexer besonders Kopf sprechen. Anscheinend hatte Anna seltsam Zeit an den Händen. Ja, in den Wald. Langsam. Gut, dann werden wir jetzt einfach die Tochter mal befragen. In der Folge hier. Dann machen wir es in der anderen Folge halt, um die Mutter zu finden. Dann bekommen wir mal hier eine schöne Stadt zu sehen noch. Wow, tolle Stadt. So, ich hoffe, diese lieben Leute lassen es jetzt hier rein. Kein Durchgang! Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein! Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. So, natürlich haben wir einen. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel. Das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Lieb. Du kannst passieren. Hast du's eilig? So, wenn wir mal mit der Tochter sprechen. Haben sie hier markiert. Anschlagbrett, ja. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier geht es an uns kaum über den Pontal. So, dann gucken wir mal. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Du hast vollkommen recht, auf deinen Vater wütend zu sein, aber er sorgt sich um dich. Ich hab recht. Herzlichen Dank. Es tut ja so gut, die Zustimmung seines Handlangers zu haben. Und mein Vater sorgt sich nur um seinen nächsten Rausch. Er ist kein Heiliger, das steht fest. Aber er lässt in der gesamten Provinz nach euch suchen. Ich glaube, momentan scheint ihm nichts wichtiger zu sein, als dich und deine Mutter zu finden. Ich kenne böse Menschen. Er gehört nicht dazu. Zu schade, dass er erst jetzt so viel Interesse an uns zeigt. Besonders an meiner Mutter. Ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler begangen hat. Ich will ihn nicht verteidigen, aber ich glaube, er hat erkannt, was er getan hat. Und was ihr ihm bedeutet. Wie schön. Ich werde daran denken.
Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um mir das zu sagen? So. Wir fragen mal, warum er sein Fehlgebot hatte. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Interessant. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Wir fragen mal, wir lassen mal ihre Herz, Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer? Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Ja, interessant. Leckermaul heißt die Katze. Süß.
Was haben wir hier noch Schönes? Mysteriöser Brief. Ja, wir nehmen hier ein bisschen was mit noch, weil unsere Reise soll ja nicht umsonst sein. Ich finde aber Interessantes an Büchern. Lände des nischen Wählens. Heimwerker-Enzyklopädie. Man kann ja hier fast alles aufmachen, oder? Abgeschlossen. Tolles Schiff. Kaufe ich mir irgendwann mal, wenn ich genug Geld habe. Nein, Quatsch. Gut, das war sehr interessant. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch die andere Quest, wo wir suchen sollen nach der Mutter. Ich glaube, das kriegen wir später irgendwie raus. Ja, ich denke mir, das machen wir in der nächsten Folge. Und wir machen hier dann wieder einen Cut und bis zum nächsten Mal.